Ja, herzlich willkommen zum Let's Play von Seven Wonders Duels Agora. Leider kann ich dieses Jahr nicht live auf der Messe promoten, dafür machen wir das Ganze einmal jetzt per Video und ihr habt die Möglichkeit mit uns zu festen Zeiten, die ihr dann einsehen könnt, zu sehen, wie eine Live-Runde gespielt wird, die dann auch entsprechend kommentiert wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Let's Play. So, wir haben Seven Wonders Duel Agora aufgebaut. Die Aufstellung ändert sich ein bisschen im ersten Zeitalter und im zweiten und dritten. Dafür gibt es eine Karte beigelegt. Die Weltwunder wurden ausgewählt. Wir haben zwei Weltwunder aus der neuen Erweiterung. Das heißt, hier durfte einmal sofort ein Senator eingesetzt werden im Senat. Und ich habe direkt eine Verschwörerkarte mir genommen, also zwei Stück, und habe eine ausgesucht, die ich behalten möchte. Ansonsten starten wir jetzt einfach mal das Spiel. Du darfst anfangen. Der erste Senator ist kostenlos. Plus zwei, das heißt, es dürfen zwei weitere Senatoren im mittleren Sektor eingesetzt werden. Dann drehen wir das um. Das heißt, ab jetzt darf mein Gegner auch von meinen Symbolen halt partizipieren und die Gebäude entsprechend bauen. Gut, ich zahle eine Münze und nehme das Nehmen. Das ist kostenlos. Münzen. Ich zahle drei Münzen und kann mir Steins für eins kaufen. Dafür dreht sich das jetzt um. Das heißt Forschungssymbol. Ich habe das Leben und nehme die erste Kampfkarte und der Marker zieht ein nach hier. Zurück. Dann nehme ich mir noch diese Karte und die beiden werden umgedreht. Der Rohstoff. Dann nehme ich mir das Holz, das ist kostenlos. Der zweite Senator kostet also eine Münze, zwei zurück und du darfst wieder zwei Stück einsetzen, ebenfalls in der Mitte. Oder verschieben. Ja, plus zwei. Das heißt zwei. Es gibt auch keine blauen Karten, fast gibt es nur zwei. Okay, Position da gestärkt, das heißt die Karte ist jetzt auch umgedreht. Dann zahle ich die drei und nehme diese gelbe Karte. Kaufe ich dieses Holz und kriege dafür 4. Umgedreht, ja, ist eine Verschwörung.
Römerkarte. Drei Münzen. Zwei dafür und eine gelbe Karte. Ich möchte diesen Verschwörer einsetzen, darf einen Marker setzen, egal wo, und den setze ich jetzt hier ein. Das heißt, ich kriege jetzt für jede rote Karte, die ich oder mein Konkurrent kauft, so viele Münzen wie Zeitalter ist. Die wird auch ebenfalls umgedreht. Dann kaufe ich Stein. Ein Holz, ich habe ein Holz, das heißt, das wäre für dich drei. Zwei ist der Rohstoff kaufen plus jeden Rohstoff, den ich davon habe. Damit wäre wir in meine Richtung. Ich hätte gerne diesen Verschwörer, der kostet mich ein, weil ich einen Senator schon habe. Ich kriege zwei Münzen zurück und mach mal hier. Okay, jede rote Karte kostet mich einen Rohstoff weniger. Kaufst du die? Du hast eine gelbe. Das heißt, dafür gibt es wieder drei Münzen und das erste Zeitalter ist vorbei. So, und wir starten das zweite Zeitalter. Ich fange an. Ich habe Holz und Stein. Ich nehme mir diese Karte, gebe da einen zurück und es ist eine rote Karte in Stufe 2. Das heißt, ich bekomme dafür zwei Münzen und diese Karte wird umgedreht. Genau, das kostenlose Upgrade. Die drehe ich um und du darfst dir einen von den Fortschrittsmarkern nehmen. Ja, gibt also jedes Mal ein rotes Schild mehr für dich. Verkaufe diese Karte. Dafür kriege ich dann vier Münzen und die beiden werden umgedreht. Du hast Stein, du hast Papier, du hast kein Holz und Holz kostet dich 3. Okay, das geht ab 3 in meine Richtung. 1, 2, 3. Ich kriege dafür 2 Münzen. Zweite Zeitalter. Aber du darfst einen zusätzlichen Senator einsetzen, weil du die Stufe bei mir freigeschaltet hast. Irgendwo, wo du willst. Dann geht er noch ein bisschen und sehr aggressiv. Gut.
Hörer. Setze hier noch einen ein. Das bedeutet, Das ich kann bei auch dir bei auch mir was geguckt, nehmen. nee, gucken kannst. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Symbol, also wenn jetzt irgendwas gebraucht werde, wie dieses das hier, ja, dürftest du Darf also ich das aufnehmen. kostenlos nehmen? Ja. Das gefällt mir gar nicht. Ich nehme jetzt mal den mittleren Senator. Oder? Nee. Den mittleren Senator und schiebe den unter meine Verschwörung. Und dann kann ich kostenlos das nehmen. Ja, das sind zwei, das heißt, du darfst einen Senator einsetzen, nee, Quatsch, einen verschieben und einen von meinen vernichten. Einen von mir verschieben. Einen von dir verschieben und einen von mir vernichten. Damit ist das erstmal deaktiviert. Okay. Dann beginne ich meinen Zug damit, dass ich diese Verschwörung ausspiele. Und zwar darf ich zwei stapeln. Ich stapel das hier und einen verschiebe ich noch. Damit bist du hier drin und die Karte ist aus dem Spiel. Drei Münzen und das Leben habe ich. Das heißt, ich kaufe diese Karte und kann jetzt immer ein Glas oder ein Papier von dieser Karte nehmen. Damit wird das jetzt umgedreht. Das Brauhaus gibt einmalig 6 Münzen. Dann nehme ich diesen Senator. Ich habe schon 3 Stück, das heißt, der kostet mich 3 Stück. Ich habe 3 Symbole, das heißt, ich darf 3 Senatoren einsetzen. Das heißt, ich setze die so ein. Der Marker geht ein zurück. Das heißt, 2 Münzen und du kannst dir immer einen von den Rohstoffen nehmen. Dann nehme ich mir das Glas. Du hast kein Holz, oder? Das heißt, Holz kostet mich 2. Das heißt, ich habe 2 Holz. Das fehlte mir. Ich habe also ein Papier, ein Glas. Ein Holz und ein Holz musste ich noch kaufen. Das heißt, ich nehme diese Karte, schiebe die hier drunter, habe das Weltwunder gebaut, kriege 6 Münzen, 3 Punkte am Ende und bin direkt nochmal dran. Dann baue ich direkt dieses Wunder. Das kostet
ein Papier, ein Glas, ein Lehm, ein Holz, ein Stein, das habe ich. Ich dürfte jetzt sofort eine Karte, die ich noch keine Verschwörung drunter gelegt habe, ausspielen, habe ich aber nicht. Bekomme nochmal 6 Münzen und bin nochmal dran. Und jetzt zahle ich 2 Münzen, nehme die beiden Holz und hoffe, dass hier keine hohen Kriegskarten sind. Ja, was passiert? Irgendwie muss ich mir diese Karte leisten können. Ein Lehm fehlt mir. Du hast 3 Lehm. Das heißt, das Lehm kostet mich läppische 5. Ich lege es hier hin. Dann bekomme ich aber Geld. Ja, das ist Zeitalter 2. 2 Münzen für dich. Kostet mich 2. Ja. Und du darfst jetzt bei 3 bist du 2 Stück einsetzen. Links. Mhm. Ich habe das Wasser, den Tropfen, das heißt, ich kann die Karte so nehmen, ohne auf die Rohstoffe achten zu müssen. Hast du jetzt die verkauft, die ich umsonst kriegen könnte? Ja. Holz, Holz, Glas, ich nehme aber die Fünferkarte, die kann ich mir auch leisten. Und dann nehme ich die. Ja, alles da. Und damit sind wir am Ende vom zweiten Zeitalter. So, und das dritte und letzte Zeitalter. Ich hoffe, wir kriegen es noch zu Ende. Es sieht militärisch nicht gut aus. Die Truppen stehen vor meinen Toren. Im Senat ist es noch recht ausgeglichen. Hier wäre es ja so, wenn jetzt einer alle 5 Kammern besitzt, wäre halt auch das Spiel vorbei durch den Sieg im Senat. Oder halt durch 6 verschiedene Forschungssymbole, aber das sieht gerade auch nicht danach aus. Das heißt, es geht weiter und ich fange an. So, dann verkaufe ich diese Karte für 5. Ich möchte ein Weltwunder bauen. Dafür nehme ich dann diese Karte.
Du bekommst 3 Münzen, ich krieg 3 vernichtet. Ja, alle Rohstoffe da. Ein Stein da, ein Stein da. Das heißt, kannst du drunter schieben. Die 3 Münzen habe ich dir gegeben, meine habe ich vernichtet. 3 Siegpunkte am Ende und du bist direkt nochmal dran. Dann möchte ich noch eine Weltrunde bauen, aber erst muss man hier mir fehlt ein Holz für das. Ein Holz kostet mich 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ist egal. 5. Weil das sind 3 plus 1. Ja, und damit endet das dritte Zeitalter schneller als gedacht mit meinem Untergang.